Hallo meine Lieben, also heute mache ich Kartoffelsalat. Meine Kinder sagen immer, Mama, du hast den besten Kartoffelsalat. Ich nehme immer 2 Kilo Kartoffel, aber jetzt mache ich alles die Hälfte. 1 Kilo Kartoffel, 5 Eier, 2 kleine Zwiebeln habe ich jetzt. Dann nehme ich diese Gurken hier, also egal welche. Das Glas ist jetzt 360 Abtropfgewicht. Davon habe ich jetzt die Hälfte genommen. Die Kartoffeln koche ich immer schon abgeschält. Vielleicht liegt das auch daran. Also ich schäle die und koche die genau wie normal wie Salzkartoffeln. Die Eier und die Kartoffeln schneide ich ein bisschen immer gröber, also nicht so fein. Also die Eier, jetzt zeige ich mal. Ich lege die einmal so in den Eierschneider, schneide durch, heb hoch, mache wieder so quer und weg. Die Kartoffel werde ich einfach nur durch die Mitte teilen. Ich habe die so längst geschnitten, so platt, damit sie schneller kochen. Und dann einfach so Stückchen ein bisschen größer als sonst. Gurken schneide ich immer ganz fein, ganz fein. Und die Zwiebeln auch ganz fein. So, Kartoffeleier geschnitten. Jetzt kommen da Zwiebeln rein, Gurken. Dann mache ich nur ein ganz wenig Salz rein, weil Salz ja schon, Kartoffeln sind gesalzen, Gurken sind salzig. Es ist nur das Einzigste, die Eier sind nicht gesalzen. Weiß ich nicht, ich glaube, eine Prise Salz reicht auch schon. Dann mache ich schwarzen Pfeffer rein und wer möchte, kann auch Knoblauchpulver reinmachen. Ich mache überall so Knoblauchpulver rein. Ja, dann habe ich hier Dill und Mayonnaise. Ich nehme immer diese Delikatess-Mayonnaise. Delikatess schmeckt immer am besten. Salatmayonnaise geht auch. Was ich jetzt immer mache, ich mische das erstmal trocken, damit es sich richtig alles verteilt. Weil wenn man Mayonnaise reinmacht, dann klebt das schon und dann kann man das nicht so richtig alles vermischen. So, jetzt ist alles gut durchgemischt hier, alles miteinander vermischt. Das ist jetzt eine 500-Gramm-Tube und ich nehme jetzt die Hälfte davon, weil ich ja auch nur das halbe Rezept mache. Und sonst mache ich immer eine ganze Tube da rein. Und das vermische ich jetzt auch alles noch. Am besten ist es natürlich, wenn das auch ein bisschen zieht. Also ganz schnell gemacht. Jetzt habt ihr das Rezept, liebe Kinder. Also in die Infobox schreibe ich dann die Zutaten für die Hälfte, wie ich jetzt gemacht habe. Macht das nach und wenn auch andere Leute mein Rezept nachmachen und das gut finden, könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben. Also guten Appetit!